Ah, du musst der Drache sein, von dem alle sprechen. Drache hin oder her, ich fürchte, du musst eine kleine Gebühr zahlen, um die Brücke zu öffnen. Es kostet 100 Edelsteine, sie zu überqueren. Dankeschön, Herr Drache. Spyro, nicht wahr? Jetzt darfst du die Brücke jederzeit umsonst benutzen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder, wenn du noch mehr Edelsteine hast. Hey, Spyro, möchtest du unter Wasser schwimmen können? Ich könnte es dir für ein, kleines Entgelt beibringen. Toll! Okay, sag mal, Spyro, siehst du diese Mauer? Du willst sicher wissen, was auf der anderen Seite ist. Wenn ich ein paar mehr Edelsteine hätte, wüsste ich, wie man die Mauer niedriger macht. Ja, die funkelnde Schönheit dieser Edelsteine hat mein Gedächtnis wieder auf Trab gebracht. Hi, Spyro! Du bist härter, als du aussiehst, um es hierher zu schaffen. Du wirst aber auf keinen Fall an den Metallhain vorbeikommen. Aber ich könnte dir wohl mein U-Boot leihen. Gegen eine bescheidene Gebühr natürlich. Es ist ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen, Spyro. Ich wette mal, ein reicher Drache wie du würde gern ein paar Edelsteine abdrücken, um klettern zu lernen. Ich wäre bereit, es dir beizubringen. Für, sagen wir, ein bescheidenes Entgelt. Du wirst es nicht bereuen. Die Legende sagt, dass es hier ein Tor nach Zephyr gibt. Und weiterhin sagt sie, dass ich weiß, wie man es aktiviert. Außerdem erwähnt die Legende ein kleines Entgelt für mich für das Aktivieren, wenn ich mich recht erinnere. Danke für die Edelsteine, Spyro. Mit dem ganzen Geld kann ich einen Echsenburger-Laden in der Skellus-Einöde eröffnen. Für ein paar Edelsteine lasse ich dich in die kleine Burg dort drüben. Was sagst du dazu? Seit Jahren ist keiner durch das Tor gegangen. Ich dachte, ich fände nie einen Dummkopf. Ich meine, einen gerissenen Kunden wie dich, Spyro. Hallo, Spyro. Ich könnte es einrichten, dass du diese Brücke für ein, kleines Entgelt überqueren darfst. Danke, Spyro. Jetzt kann ich dieses Häuschen in Hurrikus kaufen, das ich schon so lange haben wollte. Holla, wenn das nicht mein bester Kunde ist. Der Fahrstuhl nebenan bringt dich zum Vulkan. Für eine einmalige Gebühr von ein paar Edelsteinen erhältst du unbegrenztes Nutzungsrecht. Es ist eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Ich würde dich gern umsonst auf diese Rennstrecke lassen, Spyro. Mit Freuden. Doch die Rennstreckenregeln verlangen leider eine kleine Gebühr. Gute Wahl. Ich wette, ein schneller Drache wie du wird sein Geld in 0, nichts zurückgewinnen. Nun, Spyro, es läuft darauf hinaus, dass ich dir nur noch eines beibringen kann. Und wie alle guten Dinge ist das nicht billig. Der Kopfstoß ist wirklich sehr einfach. Ein letztes Abenteuer für dich, Spyro. Es ist gar nicht so teuer, weißt du? Gute Wahl! Ich wette, ein schneller Drache wie du wird sein Geld in 0, nichts zurückgewinnen. Eine kleine Gebühr. Kleines Entgelt. Ein paar mehr Edelsteine. Eine bescheidene Gebühr. Ein bescheidenes Entgelt. Kleines Entgelt. Ein paar Edelsteine. Kleines Entgelt. Eine einmalige Gebühr. Eine kleine Gebühr. Nicht billig. Gar nicht so teuer. Jäger,